Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Far Cry New Dawn für die PlayStation Pro. Und ja, eigentlich wollen wir jetzt den guten Typen aus dem Kohlenberg befreien, aber ich habe jetzt gerade hier hinten, haben wir gerade was entdeckt. Und zwar ein Außenposten. Vielleicht können wir den hier einnehmen. Mal gucken, wir testen es mal. Mal sehen. Da ist einer. Wir laufen mal hier längs. Gucken, ob wir das irgendwie vielleicht einnehmen können. Vielleicht auch still und leise, ich weiß es nicht. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte Mom mich zu Hause behalten. Also den anzugreifen ist nicht immer blöde. Meistens ist es still und heimlich, das Ganze zu machen. Denn dann... Eieiei. Das ist die Kirche, wo wir waren. Jemand der Alarm ausschalten als erstes. Ich wechsle die Stellung. Was war das? Hinten ist Alarmknopf. Den müssen wir mal ausstellen. Einfach nur aus dem einfachen Grund. Okay, versuchen wir daran vorbeizuschleichen. Warum ist keiner? Kamin ist da. Super, befreit. Hat was von hier, wie heißt denn der Film mit Keanu Reeves, ne? Ich sehe echt voll scheiße aus. Ich muss meine Klamotten unbedingt wechseln, die sehen ja richtig scheiße aus, die Klamotten. Aber die Schrauberbude ist befreit und wir müssen Ethanol bekommen, theoretisch, oder? Weiß zwar nicht wie viel, aber ich hoffe, dass wir ein paar Fähigkeiten nochmal irgendwann kaufen können, einfach damit wir hier ein paar Slots frei noch machen können. Eine Plünderung bringt dir 50. Die Heimen werden ihn mit Verstärkung zurückholen. Bleib. Mal übernimmst, bekommst du allerdings mehr Ethanol. Wir nehmen ihn. Dass du Prosperity hörst. Trotzdem schön, dein Fort's End zu sein. Hi.
Hey, Sir. Was sind Waffenslots, ne? Dass hier unten sind. Ah, okay. Sorgt dafür, dass die Highwaymen unsere Leute nicht entführen. Ne, wir behalten das Ding. Und, gucken, ob wir noch irgendwelche Waffen bauen können hier. Halt mal. Das mit dem Zug tut mir leid. Wir sind Pastor Jerome und Ramon einiges schuldig. Die haben Leute von den Highwaymen zurückgeholt. Wenn ich so drüber nachdenke, wären du und Jerome das perfekte Team. Er war zuletzt beim alten Silo. Schau dich mal da um. Mach mehr. Meine Eltern haben mir erzählt, dass das mal Chaos End hieß. Das ist der Grund, warum sich hier alle kennen. Guck mal, so bauen keine Waffen. Ach, guck mal hier. Revolver. Sniper. Ein Bogen. Bogen sind ganz geil, ne? Bogen, leise, denn Kugeln wachsen nicht auf Bäumen. Pfeile schon. Okay. So. Hier, der ist so geil. Die Schaufel, mein Gott, mit wie viel habe ich mit Leuten mit der Schaufel getötet? Im fünften Teil. Gerade mit dem Schmeißen auch. Highlight. Gut. Heute eintauschen. Kampfvorräte, was brauchen wir denn da noch? Okay. Gut. So, wir müssen jetzt aber den Typen mal befreien. Das ist unsere nächste Mission. Machen wir auch, können wir schon ein Auto mitnehmen hier? Geben die uns sowas? Oder können wir die erst später? Was aus diesem Ort geworden ist. Nasse Füße können einen umbringen. Okay. Und lassen wir das Ding liefern. Yes. Wenn der Schmodder irgendwie in sein Blut kommt, bist du tot. Also, komm. Komm mit, wir fahren los. Alles klar, gehen wir. Los. Das Radio ausstellen. Diese Arschlöcher sollen sich eine andere Werkstatt suchen, um ihre Fahrzeuge aufzumotzen. Die hier gehört uns. Wenn du sie auf eine Mine locken kannst. Okay. So. Fahren wir los. Bewegung. Warum stehen die alle im Weg hier immer? Richtig gut sehen kann man hiermit aber nicht. Ich höre schon die Wildschweine wieder, die einen angreifen wollen. Nervige Viecher, ey. Mitten wenn der Fahrt einen Sitz wechselt, das ist natürlich ganz cool. Greift irgendein Bär an, würde ich sagen. Das kann ich schießen. Alter, das macht sie. Ja,
bist eine blöde Nuss. Kommt noch einer. Na gut. Richtig geil ist der Bogen nicht, wenn du erstmal die andere Waffe noch mit. Rausfinden, wie es geiler mit der Waffe ist. Komm, wir laufen das letzte Stück dahin zum Kohlekraftwerk und versuchen unseren Mannequin da zu befreien. Gegner sehe ich nicht. Sie haben Rush unter der Erde eingesperrt. Verschaffe dir irgendwie Zutritt und bring ihn nach Hause. Viel Glück, Cap. Okay, da ist jemand. Bösewicht da drüben. Hier kommt keiner rein. Guter Mann. Mann, ist das hell hier. Ich vermisse die Dauerwolken der Schatten. Okay, das war viel zum leise erobern. Da drüben gibt's Ärger! Dann gehen wir hier hin. Hab was abbekommen! Ganz erledige ich! Gib mir Deckung! Ich kann nicht viel mehr einstecken! Ach, Scheiße, wo ist die denn wieder? Okay. Oh, ein fieses Teil. Ich bin getroffen. Hilfe! Ich komm zu dir. Wo ist der Spacko? Da oben ist er. Ich glaub's auch nur du. Verschlossen, Schlüssel benötigt. Hier hängt einer Wichser von euch den Schlüssel. Du vielleicht. Ich eigentlich auch, aber. Das Plündern ist ein bisschen nervig, ne? Muss man echt viel machen. Da kommen wir nicht so rein. Wir haben keinen Schlüssel, vielleicht können wir auch irgendwie anders da reinkommen. Da liegt der Schlüssel. Müssen wir nicht anders da reinkommen?
Alles voll. Und hier noch? Alles voll. Kannst du noch da runtergehen, ne? Guck. Okay. Nutzen wir das Schild auch mal. Oben geht irgendwas ab. Oh mein Gott. Ich dachte, du wärst tot. Ich hätte wissen müssen, dass du es schaffst. Und du kommst wegen mir zurück? Du bist verrückt. Du kommst wegen mir zurück. Wir müssen weg. Sofort. Okay. Hauen wir doch mal ab. Nichts wie weg. Hier ins Geschütz. Dann bringe ich uns hier raus. Okay. Lass mich nicht zweimal sagen. Ich sehe sie nicht. Da. Auf der rechten Seite! Feinde direkt hinter uns! Die sind da rechts! Die kommt von rechts! Ja. Das ist schwindelig, so schnell geht das. Herausforderung abgeschlossen. Einfach mal einen Gegner niedermetzeln. Scheiße, so viel Rauch. Da feuert man so viel und trifft die trotzdem nicht. Ja, ein paar Feinde, aber nicht mehr so viele hinter uns. Die sind an uns dran!
viele Gegner kommen jetzt gerade nicht. Bald. Schon ganz, ganz geiles Ding, ne? Ja, du fährst schon ganz gut. Du fährst wirklich querfeldein. Willst du durchs Wasser fahren? Die Landschaft gar nicht genießen. Hoffentlich gibt es auch so geile Fluglevels. Könnt ihr euch an die Fluglevels des Teil 5 erinnern, wo man mit dem Flugzeug Mission machen soll? Die fand ich ziemlich cool. Die Herausforderungen waren sehr schwer, fand ich auch, aber auch ziemlich geil. Teilweise. Sehr gut. Mein Bein ist im Arsch. Ich kann nicht fahren. Du weißt, wo wir hinwollen. Den Rest des Weges musst du fahren. Wir den Rest des Weges. Geiles Gefährt hier. Irgendwie. Sauber. Das Ding rattert auch ganz gut, ne? Und das fährt sich ganz geil, das Ding. Muss ich mal sagen. Hätte nicht gedacht, dass ich da lebend rauskomme. Danke, tja. Dass du deinen Hals riskiert hast, Herr. Mach ich doch gerne. Du wirst nicht glauben, was ich gesehen habe. Eines Nachts wurde das Bergwerk von Leuten angegriffen, die aussahen, als kämen sie direkt aus der Steinzeit. Haben mit Pfeil und Bogen gegen Schrotflinten gekämpft. Von Schüssen ließen sie sich nicht aufhalten. Ich glaube nicht an Zauberei oder Magie, aber oh. Ich weiß, was ich gesehen habe. Diese Leute hatten irgendwas, was ich nicht erklären kann. Wenn du herausfinden kannst, was ihr Geheimnis ist, haben wir vielleicht eine Chance gegen die Zwillinge. Nach all dem muss ich erstmal durchatmen. So. Wohl angekommen, wohl angekommen, wohlgemerkt. Mom! Oh, langsam, ganz ruhig. Oh Gott, Rush, die haben dich aber ganz schön zugerichtet. Es geht schon. In ein, zwei Tagen bin ich fit. Hab ich richtig gehört? Du bist Thomas Rush? Und du musst Kaminas Mom sein. Sie hat mir viel von dir erzählt. Deine Tochter ist wirklich zäh. Das kannst du laut sagen. Carmina, hol den Alkohol. Okay, dann schauen wir uns die Wunde an. Vorsichtig. Du musst mein Hüftgelenk einrenken. Nur du bist übrig? Ja. Tut mir leid, kann mir kaum vorstellen, wie du dich fühlst. Verantwortlich. Die Zwillinge können einem jede Hoffnung rauben. Deshalb brauchen wir deine Hilfe. Jetzt werde ich euch nicht mehr viel nützen. Es besteht noch Hoffnung, Rush. Wir bauen das hier auf und befestigen es, wie wir es geplant hatten. So leicht ist das nicht. Wir hatten Spezialisten, Experten. Aber du hast auch klein angefangen. Also genau wie wir. Du hast es schon mal geschafft. Zeig uns wie. Wir werden mehr Leute brauchen. Sie müssen bereit sein zu lernen. Und zwar schnell. Alles klar. Okay, jetzt das Gelenk. Bereit? Ja. Autschi. Ah. Da möchte man auch nicht dabei sein, oder? Heieiei. Also gut, fangen wir an. Wow, 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 hey, warte.
Wie wär's mit Ausruhen? Gute Idee. Sauber. Ja, super. Also, coole Mission. Gucken, was beim nächsten Mal passiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.